Ihr findet Babys richtig süß und könnt es kaum erwarten, eine eigene Familie zu gründen. Aber gleichzeitig sorgt ihr euch um den Klimaschutz und die Welt von morgen. Dann vergesst das mit dem Baby! Ein Kind weniger zu haben entspricht dem Einsparen von 58,6 Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Und deshalb keine Kinder für den Klimaschutz, damit unsere nicht existenten Nachkommen in einer intakten Umwelt nicht aufwachsen können. In Bonn findet zurzeit die Weltklimakonferenz statt. Vertreter aus 195 Ländern diskutieren die Folgen des Klimawandels und entwickeln Strategien, die Erderwärmung so weit es möglich ist zu begrenzen. Wissenschaftler aus den USA haben fast zeitgleich einen neuen Klimareport veröffentlicht, laut dem die vergangenen 115 Jahre die wärmste Periode in der Geschichte der modernen Zivilisation waren und dass es dafür keine alternative Erklärung gäbe als die Aktivitäten der Menschen, insbesondere der Ausstoß von Treibhausgasen. Alles ist also mal wieder sehr dramatisch und angesichts solch einer katastrophalen Bedrohung durch den Klimawandel kommt es nicht mehr nur auf die Regierungschefs und Spitzendiplomaten der internationalen Gemeinschaft an, sondern auf jeden Einzelnen. Und so wird auf Bento, dem Jugendportal der Spiegelgruppe, mittlerweile schon vorgeschlagen: Wir sollten alle aufhören, Kinder zu bekommen, denn das ist egoistisch. Ja, richtig. Aus Rücksicht aufs Klima solle man möglichst auf Nachwuchs verzichten. Und die Autorin dieses Artikels bezieht sich wiederum auf eine Veröffentlichung in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Environmental Research Letters. Und dort haben Forscher eine Art Hitliste aufgestellt, wie man als Normalbürger am meisten CO2 sparen und am umweltfreundlichsten leben kann. Nummer 4, Verzicht auf Fleisch. Nummer 3, Verzicht auf Flugreisen. Nummer 2, Verzicht auf ein Auto. Und mit großem Abstand auf Platz 1, kleinere Familien, Verzicht auf Nachwuchs. Jetzt werden einige von euch vielleicht sagen: Ich hab's doch gewusst, dass diese verdammten Babys uns die Atmosphäre mehr mit Methan zufurzen als eine Rinderfarm. Aber jetzt mal Spaß beiseite kurz. So bescheuert die Forderung, keine Kinder für den Klimaschutz, im ersten Moment auch klingen mag, um die Ecke haben sie irgendwo recht. Denn es geht den Forschern und auch der Bento-Autorin im Kern um das Problem der Überbevölkerung. Die Weltbevölkerung wächst rasant. Über 7,5 Milliarden Menschen gibt es mittlerweile auf der Welt. Und sie verbrauchen immer mehr. Laut der Naturschutzorganisation WWF verbrauchen wir sogar so viel, dass wir nicht eine, sondern anderthalb Erden bräuchten, um unseren Bedarf nachhaltig zu decken. Die Menschheit verbraucht 60% mehr, als die Erde bereithält. Setzt sich dieser Verbrauch ungebremst fort, sind 2030 zwei komplette Planeten nötig, um den Bedarf an Nahrung, Wasser und Energie zu decken. Unser stetig wachsender Hunger nach Ressourcen frisst die Zukunft der nächsten Generation auf. Und bei der Lösung dieses Problems, der Überbevölkerung, gerät man schnell in einen Teufelskreis. Also es ist zum Beispiel bekannt, dass wir die höchsten Geburtenraten überall dort haben, wo die Menschen am ärmsten sind. In armen Entwicklungsländern wie Niger, Somalia oder Tschad sind die Menschen weltweit am ärmsten, aber bekommen die meisten Kinder. In reichen Industrienationen wie Deutschland hingegen wird die Bevölkerung durch eine niedrige Geburtenrate von durchschnittlich 1,5 Kindern pro Frau in Zukunft sogar schrumpfen und etwa jede fünfte Frau bei uns bekommt überhaupt keine Kinder. Auf dem Papier würde man also sagen, ja nice. Also offensichtlich müssen wir einfach nur dafür sorgen, dass es auf der Welt insgesamt fairer zugeht und mehr Menschen am globalen Wohlstand teilhaben können. Und schon würde sich die Geburtenrate offensichtlich nach unten entwickeln und das Bevölkerungswachstum würde sich verlangsamen oder sogar umkehren. Aber das wäre nur die halbe Wahrheit natürlich. Also ja, statistisch gesehen ist es so, dass bei steigendem Wohlstand die Leute weniger Kinder bekommen. Aber, und jetzt kommt die Kehrseite, umso mehr verbrauchen sie auch. Der CO2-Ausstoß pro Kopf liegt in Niger aktuell bei 0,08 Tonnen im Jahr. Diese vorbildliche Ökobilanz erreicht man, wenn die Breite der Bevölkerung kaum Geld für was zu essen hat, geschweige denn Fleisch, und vom Besitz eines Autos oder der Möglichkeit, in den Urlaub zu fliegen, ungefähr so weit entfernt ist wie der HSV vom Gewinn der Champions League. In Deutschland hingegen liegt dieser Wert dann schon bei 8,9 Tonnen pro Kopf und Jahr und in den USA sogar bei 17 Tonnen. Wenn der Wohlstand in ärmeren Ländern nach oben geht,
dann könnte es also durchaus sein, dass dort die Geburtenraten sinken. Aber gleichzeitig könnte durch den gestiegenen Wohlstand der CO2-Ausstoß und der Ressourcenverbrauch in diesen Ländern derart zunehmen, dass es fürs Weltklima entweder überhaupt keinen Unterschied macht oder, worst case, noch schädlicher ist als vorher. Und es geht nicht nur um den Ausstoß von Treibhausgasen, sondern auch um die Verfügbarkeit von Nahrung. Woher kommt in Zukunft das Essen für bald 11 Milliarden Menschen? Vielleicht habt ihr schon mal vom sogenannten Club of Rome gehört. Das ist eine Organisation, in der sich Naturwissenschaftler, Philosophen und generell Experten verschiedenster Gebiete seit Jahrzehnten Gedanken darüber machen, wie ungefähr die Menschheit auf diesem Planeten existieren kann, ohne dass am Ende der Planet und somit auch die Menschheit zerstört wird. Und eben jene Organisation hat erst im vergangenen Jahr gefordert, Frauen, die kein oder nur ein Kind zur Welt gebracht haben, zum 50. Geburtstag 80.000 Euro als Prämie zu schenken. Eine Prämie für Kinderverzicht. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Einen innovativen Ansatz, notwendig, einfach menschenverachtend. So. Also ich weiß nicht, ob ihr das Geld annehmen würdet. Ich weiß noch nicht, was in Zukunft so noch an Forderungen und Vorschlägen zu dem Thema auf uns zukommt. Ich habe auch keine Lösung für das Problem der Überbevölkerung in der Tasche gerade. Aber was die Zukunft angeht, bin ich mir nicht sicher, ob eine Zukunft, in der wir Menschen entweder vorschreiben oder sie mit Geld dazu manipulieren, ihre Familienplanung genau so zu gestalten, wie es von oben gewünscht ist, ob das wirklich eine Zukunft ist, die wir anstreben wollen. Ich meine, die allermeisten Ressourcenverbräuche und Treibhausgase entstehen in der Industrie und der Massentierhaltung. Und vielleicht fangen wir erstmal an, uns von veralteten und schmutzigen Energieträgern zu lösen oder fangen an, Tiere artgerechter zu behandeln oder fangen an, uns gesünder zu ernähren, bevor wir uns bestechen lassen, auf eine eigene Familie zu verzichten.